Wenn du weiterhin unter Blasenschwäche, Wasserlassen, nächtlichen Harndrang, Inkontinenz in die Hose pinkeln, Überlaufinkontinenz leiden willst, Dranginkontinenz, also Dranginkontinenz, du musst auf die Toilette in den nächsten 3 Sekunden. Überlaufinkontinenz heißt ja, da hilft kein Schütteln, kein Klopfen, in die Hose gehen die letzten Tropfen und dann nicht mal wenig. Ne? Also, du kannst auch, wenn du auch eine Schlingen-OP willst, alles in Ordnung. Also, ganz klar, wenn du deine Blasenschwäche nicht beseitigen willst, dann ist dieses Video für dich nicht richtig. Klick es weg. Weil in diesem Video bekommst du von mir eine ganz klare Anleitung, wie du deine Blasenschwäche, deine Inkontinenz, Harndrang und wie es immer genannt wird, innerhalb von 3 Monaten wegbekommst. Ja, okay. Also, ich bin hier in Montenegro, deswegen ein ganz anderes Outfit und ich genieße die Sonne und die ganze Energie des Meeres. Es ist also wunderschön. Und da sammle ich eine unglaubliche Kraft und Energie. Die Übung, die besteht aus 2 Teilen. Im Grunde haben wir es 3. Ich erkläre dir auch den dritten Teil. Der erste Teil heißt, dass deine Organe oder deine Blase mit möglichst viel Sauerstoff versorgt werden müssen. Stell dir das einfach so vor, du hast ein Auto mit einem 400 PS Motor und die Kraftstoffleitung ist verstopft. Und dann kommt nur spärlich der Kraftstoff in den Motor oder in den Vergaser oder wie auch immer. Dann stottert der Motor und genauso ist es auch mit deinen Blasenmuskel. Wir machen eine Übung in Verbindung mit einer Kontraktionsübung. Also wichtig ist, alle Organe, und da meine ich alle, da meine ich auch die Prostata, da meine ich Gebärmutter, da meine ich alle Muskeln, die du auch für den Sport brauchst. Das habe ich also von Wim Hof gelernt. Grandios, wie er das erklärt. Schau dir diese Videos an von Wim Hof, wie er die Sauerstoffzufuhr erhöht und vor allen Dingen, welche unglaubliche Leistung er da bringt. Und ich mittlerweile auch. Ich mache ja nicht umsonst 50 Liegestütze ohne zu atmen. Dank der Wim Hof Technik. Also, Wim, ganz vielen Dank. Wir haben ja auch uns zugemailt, unsere Ergebnisse. War echt klasse. Also, ich starte jetzt mit der Übung, was hier sagt. Du atmest 30 Mal tief ein und aus. Du atmest in der Form ein, dass du ungefähr 4 Sekunden einatmest. Aber das Einatmen noch unterstützen, indem du deinen PC-Muskel, der PC-Muskel, wenn du Pipi machst oder urinierst und du unterbrichst den Harnstrahl, das ist der PC-Muskel oder auch Blasenmuskel. Und den spannst du beim Einatmen an und der Einatmungsprozess dauert ungefähr 5 Sekunden. Und dann atmest du aus durch einen spitzen Mund, dass der Kapillardruck erhöht wird. Ne? Und dadurch kommt mehr Energie an in deinen Mitochondrien, in den einzelnen Zellen. Frag deinen Arzt, da habe ich jetzt nicht die Zeit, das zu erklären. Also ich mache die Übung vor, ich atme ein. Und jetzt ausatmen. Das Einatmen, je nachdem, welche physische Verfassung du hast, 3, 4 oder 5 Sekunden. Und das Ausatmen empfehle ich dir, das erkläre ich in meinem Schulungsprogramm, rund das Doppelte ungefähr. Braucht aber nicht akribisch genau sein. Und das Ganze machst du 30 Mal, also einatmen, dabei spannst du den PC-Muskel, den Blasenmuskel an. Und noch als kleinen Verstärkungstipp: Du stellst dir vor oder du drückst dein Bauchnabel ganz tief nach innen, gedanklich, bis an die Wirbelsäule. Und dadurch wird der Blasenmuskel noch viel mehr aktiviert. Und ganz wichtig ist das Anspannen, so fest es geht. Spann den Muskel so fest es geht an. Jetzt hast du das 30 Mal gemacht und nach dem 30. Mal, wichtig, wenn du, also Luft anhalten, halte die Luft an für 10 oder 15 Sekunden. Und dabei spannst du wieder den Muskel an, so fest es geht. Wenn du unter Bluthochdruck leidest, dann empfehle ich dir, nicht eingeatmet zu sein, sondern
ausgeatmet oder zur Hälfte noch aus. Probier es aus. Was für mich passt, das heißt noch lange nicht, dass es für dich auch passt. Du musst das ganz individuell entwickeln und da unterstütze ich dich in meinem Schulungsprogramm. Und ich sage dir wirklich, es ist anfangs eine Heidenarbeit. Normal dürfte ich es ja gar nicht sagen, dass es eine Heidenarbeit ist, dass du es losbekommst. Aber die Wahrheit ist, dein Blasenmuskel ist einfach im Laufe der Jahrzehnte schlaff geworden. Das ist mal das eine. Und bei Jugendlichen, dann ist es so, die von Anfang an einen schwachen Blasenmuskel haben, da haben die Kinder diesen Blasenmuskel erst gar nicht trainieren können. Und dadurch kam dann eines, dass sie dann immer wieder in die Hose gemacht haben. Und dann noch als Jugendlicher, als 16, 20, 25-Jähriger. Auch da kannst du was dagegen tun und brauchst keine Medikamente nehmen. Also, noch, ich wiederhole nochmal. Du atmest ein, so wie ich es jetzt mache, so. Und dann ausatmen durch den spitzen Mund oder durch Strohhalm. Das Doppelte, wie du eingeatmet hast. Nochmal, beim Einatmen spann den Blasenmuskel so fest an, wie es nur geht. Und nach 30 Mal ein- und ausatmen, kannst du auch 40 Mal machen, atmest du ein und dann spannst du nur noch den Muskel fest an. Was du auch machen kannst, das ist dann der Teil 2 der Übung, während du jetzt nach 30 Mal ein- und ausgeatmet hast mit Anspannung und du hältst die Luft an, wichtig ist, dass die Luft, der Sauerstoff im Körper drin ist, also ideal ist, du atmest ein und dann hältst du die Luft an, dann wird nämlich der Sauerstoff in alle Zellen wird der reingepresst. Und genau das braucht ein Muskel, um eine höchstmögliche Leistungsfähigkeit zu bekommen. Du musst nämlich eins wissen, ohne Sauerstoff kannst du nur 5 Minuten überleben. Ohne Wasser 3 Tage. Ohne Essen 4, 6 Wochen. Und dann merkst du mal die Bedeutung von Sauerstoff. Du atmest falsch. Das kann ich dir gleich von vornherein sagen. 70% aller Menschen atmen falsch. Deswegen werden sie depressiv. Deswegen kommt auch eine Leistungsminderung. Und die muss nicht sein. Du musst nur richtig atmen lernen. Das werden wir auch trainieren. Also, das waren die Übungen. Und was du noch machen kannst, kann ich jetzt hier in dieser herrlichen Gegend auf den Klippen hier nicht demonstrieren. Versuch mal wieder die Brücke zu schaffen. Also, dass du dich im Stehen weit nach hinten dehnst. Dadurch wird der Blasenmeridian auseinandergezogen. Ich wünsche dir viel Spaß. Schreib mir einen Kommentar, einen Comment. Und wenn du Fragen hast, schreib die ebenfalls rein in die Kommentare und die kann ich dann beantworten. Und nutze auch die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch zu führen, wie eine Hilfe für dich aussehen könnte, egal wie alt du bist, deine Blasenschwäche zu beseitigen. Herzlich, dein Michael, Inkontinenzcoach aus Montenegro.